Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, der Selina. Und, ja, was soll ich sagen? Heute gibt's Blutmond. Ja, du, ach, guck mal, die freut sich auch. Natürlich, du bist auch eingeladen. Komm vorbei, komm vorbei. Wir machen eine fette, fette Party. So. Brumm, brumm. Ich bin gleich wieder zu Hause. So, und es ist jetzt gerade mal 20 Uhr. Das heißt, ich habe alles super geschafft. Ich habe ja letzte Folge es geschafft. Ich habe die ganzen Dinge ausgemacht, oder? Ja. Ich habe es letzte Folge noch geschafft, die Klingenfalle-Bauplan zu kaufen. Das heißt, ich werde aber nicht diese Folge jetzt die Klingenfallen bauen können. Das werden wir schon noch auf die nächste Woche verschieben müssen. Aber, was man hat, das hat man, ne? Was man hat, das hat man. So. Okay. Also, ich muss halt auch langsam mal irgendwie Stahl herstellen. Dafür sollte ich mal vielleicht die Quests machen. Ich würde auch tatsächlich heute mal den Robotiker mal mitnehmen. Denn ich hatte euch letzte Folge was nicht versprochen, aber was gesagt. Und das habe ich diesmal auch eingehalten. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe das hochgestellt. Wie viele Zombies kommen. Also es kommen jetzt ein paar mehr. Ja. Deswegen müssen wir mal ein bisschen jetzt aufpassen. Ich würde jetzt auch tatsächlich... Ach komm, schmeiß es hier rein. Bei Werkzeug und Waffen. Schmeiße ich Werkzeug und Waffen rein. Nee. Ich höre da was laufen. Die Frage ist, wo? Hä? Ach, da. Du kommst zu früh. Nichts mehr, ne? Okay. Ja, ich wollte ein bisschen aufräumen. Im Inventar unten. So, dann die... Was haben wir hier? Selbstgebautes Gewehr? Nee. Die Pumpgun auf jeden Fall. Ja. Dann den Robotikhammer wollte ich noch hinstellen. Der braucht ja auch, glaube ich, keinen Strom. Der funktioniert ja so, ne? Steht nicht so fest, aber du hast die nötigen Technologien. Kann mit der sekundären Aktion auf den Boden stationiert werden. Kann mit der Gürtel repariert werden. Reparaturkits habe ich nur 3 Stück. Ich sollte vielleicht, jetzt passt auf, ich sollte vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Weil man weiß ja nie. So. Aber wir haben jetzt, glaube ich, soweit alles dabei. Holz. Holz, ja. Ja, den Rest lasse ich da, wo es ist. Hallo. Es kommen jetzt übrigens... Hä? Ich wurde schon wieder von dem erwischt, ohne erwischt worden zu sein. Ganz komisch, ganz komisch. So. Damit die hier nicht zu viele werden, würde ich die tatsächlich hier so hinstellen. Genau. Hahaha. Ist das nicht vielleicht zu nah? Werden die vielleicht das Ding nicht angreifen? Moment. Oh Gott. Das ist tatsächlich, glaube ich, nicht so klug. Weil die auch hier gegenhauen werden. Beziehungsweise der wird. Das heißt, ich glaube, hier ist es tatsächlich besser aufgehoben. So. Pum, 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 pum. Ja, ich glaube, das ist okay. Und ich bin auch nicht zu weit weg, ne? Ne, gut. Gut. Gut, 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 gut. So, ich habe tatsächlich alles zum Reparieren. Okay. So,
Ach stimmt, ich wollte hier unten noch eigentlich Fallen hinstellen. Die kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr machen. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. So, die Shotgun. Gut. Und dreht sich halt einfach um 80 Grad, 180 Grad rum. Ist okay. Ich will nämlich nicht, dass der das hier hinschubst. Der soll die halt wirklich einfach nur nach vorne wegschubsen. Wäre lieb für mich. So. Ich bin bereit, wo seid ihr? Ich stehe noch 50 Minuten hier rum. So, ich wollte aber noch ein paar Reparaturkits herstellen. Reparaturkits. So, wie viele kannst du? 50. Ah, mach mal 20. Ich glaube, das ist eine gute Sache. So. Was ist das? Repetierer. Dieser verwendet 7,62er Munition und ist die beste Wahl für präzises Feuer. Kann mit einem Reparaturkit repariert. Okay, krass. Krass. Braucht halt auch. Hä? Aber der Boy. Also, es gibt neue Waffen. Wusste ich gar nicht. Okay, es geht jetzt los, Leute. Es geht gleich los. Gleich kommen sie alle. Ey, ich habe immer noch so Schiss. Ich wollte gerade speichern, damit ich neu starten kann, falls es schief geht. Imagine, ja. Ich stelle mir mal vor, das würde gehen. Schauen wir. Ups. Okay, wir können ja zuerst mal vom Weiten auf sie feuern. Billig verarbeitete. Okay. Gleich los. Es geht gleich los. Ach, dieses Gesicht da drauf, ne? Oh, jetzt geht's los. Okay, Leute. Ey, wo kommt ihr denn her? Genau. Ja. Also das Nachladen ist halt schon mal richtig scheiße. Aber gut, das wusste ich ja auch schon vorher. Ist halt auch nicht die beste Waffe, ne? Ich will halt erstmal verhindern, dass überhaupt so viele herkommen. Und wenn sie hier sind, dann verwende ich sowieso, hey, nicht dagegen hauen. Habe ich gerade dagegen geschossen? Vielleicht. War das dumm? Hundertprozentig. Okay. So. Hör mal auf, das dann zu greifen. Du auch. Gut, dass die nicht hier gegen das Ding hauen. So, irgendwie. Ist okay für mich. Schubs! Oh, sobald die Kotzer losgehen, wird auch schwer, ne? Hey. Du willst auch sterben, ne? So klang es halt auch. Hört ihr das? Meint ihr, die sind bei mir auf dem Grundstück gespawnt? Hört ihr das? Ey, wehe, die kloppen sich durch mein Haus. Weil es ist hier gar nichts da, ne? Aber ich höre die ganze Zeit irgendwo gegen trommeln. Und es ist jetzt nichts zu sehen. Die sind halt irgendwo. Oh. Ich habe jetzt richtig Schiss um mein Haus. Aber ich sehe auch nicht, dass irgendwie irgendwas kaputt gehen würde. Wisst ihr, was ich meine? Außerdem habe ich ja meinen Schlafsack und hier die Death-Dings. Dass dort nicht spawnt. Das
Sind die in irgendeinem Untergrundbunker, Mister? Okay. Jetzt werde ich auf jeden Fall Holz aufbrechen. Das ist halt einfach so krass, ne? Weil die sind in meinem Haus. Nee. Die sind hier irgendwo. Da sind auf jeden Fall etliche. Okay, ich hab's gerade gesehen. Verdammt. Wieso bin ich so langsam? Ach, ich habe keine Ausdauer mehr. Dein Ernst? Das sind aber, glaube ich, die aus der Quest tatsächlich. Oder von dem Gebäude da. Wo sind denn bitte die ganzen Viecher? Also, ohne Witz, ich habe wirklich auf das Doppelte gestellt. Vorher stand da 4 pro halt Welle, ne? Blutmond. Und ich habe hoch auf 8 gestellt. Weil ich mir schon dachte, so letztes Mal waren übelst wenige da. Meint ihr, die hauen da gegen die Metalltür noch? Als würden die nicht umlaufen. Haben die KI-Intelligenz runtergestellt? Ich frage für einen Freund. Oder werden die erst mit der Zeit jetzt intelligenter? Und bis dahin... sind die dumm. Oh. Hello. My fellow friend. Es kommen auch keine Geier. Okay. Es leckt halt zwischendurch. War da oben gerade ein Geier? War ein Geier oder war er nicht? Ganz egal, ich erschieße dich. Ey, da kam er jetzt von meinem Grundstück. Okay, hallo. Die muss ich tatsächlich erschießen, bevor sie zu nah rankommen. Weil die machen sonst Sachen. Scheiße. Okay. Hey, du hast ein paar Augenringe. Weniger die Nächte durchzucken, mein Freund. Scheiße. Ja, okay. Wurde der jetzt ernsthaft? Oh Gott. Da kommt noch ein Kotzer. Du kotzt mich an. Ist immer noch der gleiche? Habe ich den vielleicht nicht tot gemacht? Huh? Wow. Was ist die falsche Waffe? Wow. Boah. Die Pumpgun ist halt echt geil. Ich muss auch da auf jeden Fall noch ein paar Mods reinmachen. Ich spiele halt jetzt hier lieber mit der Pumpgun, ne? Okay. Du warst höchste. Kommt noch irgendwo Kotzer?
Da muss ich halt echt aufpassen. Das hatten wir halt sehr schön damals geklärt, weil einige, die waren halt echt einfach nur zuständig darum, sich um die Kotze zu kümmern. Das habe ich hier jetzt nicht. Ich bin jetzt hier für alle zuständig. Es ist halt natürlich. Ey, die kommen alle da hinten bei mir raus, ne? Ich weiß gar nicht, ich kann euch gar nicht in Worte fassen, wie mich das ärgert, dass die da. Oh, komm schon. Zombiehund. Oh Gott. Aber es läuft, ne? Und obwohl ich das jetzt hochgeschaltet habe. Oh, jetzt hat mich so ein Kotzer erwischt, ne? Oh, fuck. Oh, scheiße. Scheiße. Oh, der hat einen blauen Sack fallen lassen. Was? Was? Ich muss zwischendurch mal reparieren. Ja, wow. Okay. Ah, tatsächlich wollte ich jetzt eigentlich den Hund machen, bevor er herkommt. Ach komm. Ich wollte gerade seinen Baseballschläger nachladen. Ich meine, die sind halt trotzdem noch normal stark, ne? Also ich habe sie ja nicht hochgelegt. Wieso kann ich denn hier. Oh, ich habe keine Stange dabei, ehrlich jetzt. Ich habe sie ja nicht hochgemacht von der. Intensität. Okay, komm hoch. Schön gewartet, bis er hochkommt und dann. Piu. Ach komm. Ich werde halt einfach weggeschubst werden. Oder Bowie. Oh Gott. Treffe ich ihn von hier? Ich glaube nicht, nee. Nee. Scheiße. Ich treffe nicht. Und dann macht meine Base kaputt. Scheiße. Ja, komm schon. Lebt der Dicke noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wird halt so geschubst und denkt sich so, jo. Oh fuck, da hinten. Scheiße. Dass ich kein Rohr mitgenommen habe. Unglaublich. Es wird halt schon ein bisschen schwerer, ne? Jetzt. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen reparieren gehen. Warte mal kurz. Ich muss. Oh Gott. Jetzt habe ich Schaden bekommen. Oh Mann. Ich darf den auf keinen Fall den kotzenden. Wo ist er? Da, kommt er. Was haut hier noch? Hat er noch was? Okay. Ich glaube, ein Kotztyp kommt noch, oder? Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Komm hoch. Okay. Okay. Dem ist einfach. Okay. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, die Pumpgun ist übel. Krank. Ehrlich. Wie die geschubst werden. Entschuldigung. Ich glaube, aus der Richtung kommt auch noch ein Kotzer. Da ist er schon. Oder? Nee. Das ist sie. Das ist Frau Kotzer. So, das ist auch kein Kotzer. Weil ich hatte. Wir hatten, glaube ich, bis jetzt drei Stück, ne? Ja. Scheiße. Moment, ist der Revolver nicht auch? Ja, der Revolver funktioniert auch. Und er hat mehr Patronen als, Scheiße. Was? Okay. Hä? Wieso hat er sich selbst zerlegt? Oh Gott. Ich habe keine Zeit darüber nachzudenken, warum er sich selbst zerlegt hat.
Also ganz ehrlich, der Hammer hat sich jetzt schon bezahlt gemacht, so. Bin ich ehrlich zu euch. Ich bin mal gespannt, ob die irgendwas in meinem Haus zerstört haben. Kommt da eigentlich nochmal einer? Also ein Kotzer. Ach. Oh, es tut mir leid, aber dieses Flatsch. Einfach dieses stumpfe Flatsch. Die steht da auch noch. Was ist los mit dir? Wo stehst du da? So ehrlich. Da kommt noch einer. Wo ist er? Hinter mir. Okay, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oh Gott. Scheiße. Und es ist halt schade, dass ich... Oh Gott. Oh Gott. Wir haben einen menschlichen Turm gebaut und sind über mich gekommen. Okay, Moment. Oh Gott. Also ganz ehrlich, ich mach so viele Fehler und ich bin echt happy, dass das trotzdem noch so gut funktioniert. Wie zum Beispiel mit den ganzen Kotzern. Die habe ich ja komplett vergessen. Und Reparaturteile. Für meine, die stimmt. Die werden da hinten aufgehalten. Seht ihr das? Von der Farm nebenan. Die werden von der Farm nebenan aufgehalten. Da habe ich tatsächlich noch ein bisschen Glück. Und wie oft ich daneben schieße, ist auch nicht mehr feierlich. Bitte einer nach dem anderen. Der steht, glaube ich, nochmal auf, ne? Ah, da ist auch faustdick hinter den Ohren. Tschüss. Und du? Ah, schlägt der Hammer oder schlägt er nicht? Ganz egal, ich töte dich. Du bekommst gar nichts von meinem Haus. Also es sieht nicht so aus, als hätten sie irgendwas kaputt gemacht, okay? Also ich könnte Glück haben. Ach, lass es doch einfach. Du auch am besten. Also ich weiß ja, dass sie aus allen Richtungen... Also, ne? Ich komme aus allen vier Himmelsrichtungen. Also ich habe schon gemerkt, jeweils zwei Kotzer kamen aus einer Richtung. Könntest du einfach damit aufhören? Das heißt, nächstes Mal werden es halt auch nochmal mehr, ne? Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Ja, ich könnte jetzt tatsächlich Munition sparen und die einfach hierher laufen lassen. Aber diesmal hatte ich halt gut zu tun. Bis zum Ende. Das ist echt nice. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Ich habe den Schlübe gesehen. Schon allein dafür wollte ich dich töten. Wenn du kein Schlübe wärst. Was? Wer hat das gesagt? Ja, da werden jetzt noch einige nachkommen. Nachzügler. Die wahrscheinlich vom Tor aufgehalten wurden. Wie es aussieht. Oh, die fangen jetzt schon an zu rennen. Warum fangen die an zu rennen? Habe ich bei denen nicht eingestellt, dass die Jong... Nee, ich glaube, die Flugmond-Zombies konnten rennen. Was mir da sowieso egal war. Ich meine, beziehungsweise ich war froh, wenn sie schneller bei mir sind. Was ist los? Was ist da los? Was machst du da mit meinem Sockel? So, das darf man nicht. Es gibt Regeln. Oh, da liegt noch ein blauer Sack. Nice! Oh, guten Morgen. Die verschwinden jetzt nicht, oder? Nee, die muss ich jetzt noch zu Ende machen. Ach, grüß dich. Bitteschön. Wer möchte noch eine Ladung? Voller Cerealien. Da, ihr Ernst? Upsi. Hast die Aua gemacht am Fuß? Kommt da noch was? Oh. Noch vereinzelt. Boah, wie der Kopf einfach abrollt. Ja, komm, Kollege. Alles okay bei dir? Oh Gott.
Es ist halt, wenn ich so offensichtlich daneben ziele, das ist, schieße. Du stehst auch nicht mehr auf, ne? Gut, wir haben es geschafft, Leute. Dann würde ich sagen, dass wir nächste Folge alles einsammeln und gucken, was wir so Schönes bekommen haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.